YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit meiner Wenigkeit, euren Zocki. Es geht munter und heiter weiter. Ich möchte euch zeigen, was ich so erledigt habe in der Nacht. Oh, ich habe richtig viel habe ich nicht gemacht, aber es ist halt schon ein bisschen was gewesen, gell? So ist es ja nichts. Ich möchte es euch kurz zeigen. Ich bin noch nicht fertig mit dem Aufwerten, da bin ich gerade dabei. Ich habe extra den Flammenmod da reingehauen, damit es ein bisschen heller unten ist. So, das ist es. Er ist nicht riesig. Hier habe ich mir gedacht, lasse ich mir eine Erweiterung. Weißt du? Falls ich noch weiter runter möchte und einen richtig geilen Bunker, eine Bunkeranlage haben möchte, geht es dann hier unten weiter. Aber das ist jetzt nicht das Wichtigste. Also das wird noch dauern, bis das passiert. Da warte ich noch, bis ich das gute Werkzeug habe. Dass ich dann richtig ratzefatze schnell mich nach unten buddeln kann. Aber würde ich feiern. Ich mag ja so Bunker-Dinger. Also wäre schon geil. Einen fetten Bunker. Schön aufwerten, was geht. Holz müsste ich ja jetzt. Na okay, weiß nicht, ob sich so ausgeht. Vielleicht müssen wir wieder Holz holen. Keine Ahnung. Oder vielleicht geht es sich auch aus. Wir schauen gleich. Na, müsste sich eigentlich ausgehen. Perfekt. Ist sich super ausgegangen. So, der Keller ist so einigermaßen fertig. Finde ich super. Mann, der Bre hat Hunger. It is perfect. So, jetzt machen wir ein bisschen Quest. Pass auf, den Dreck haben wir rein. Zack, zack, zack. Das hau ich jetzt einfach alles da rein. Juckt mich nicht die Kohle, Sand. Da, das kommt hier, hoppala so. Pistol kommt da runter. Wohl Pistol müsste ich reparieren. Warte kurz, gib mir noch kurz die Steine. Wir müssen hier noch kurz ein bisschen was reparieren. Das reicht. Da habe ich auch noch gut Eisen. Unter mir ist eine Eisenader gewesen. Nur mal so zur Info. Falls wem interessiert. Gut, dann schauen wir mal, Reparaturkit müsste ich eigentlich haben. Das trübe Wasser müsste ja auch schon wieder vorhanden sein hier. Mindestens zweimal, okay. Ich habe hier eh drei noch. Da haben wir noch 11, da habe ich noch so. Passt, perfekt. Reparaturkit, wo ist das? Sehen tue ich es nicht, aber ich habe auch keine Ordnung drin. Habe ich keins? Sieht es wer? Dann hier bitte schreien. Na 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 na
Nopi, 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 nopi. Nopi, 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 nopi. Ich glaube, ich habe keins. Habe ich da vorne noch eine Kiste? Nein. Ich habe keins. Schönes Ding. Wir haben kein. Wo ist mein Rad? Hier. Was ist im Fahrrad noch drin? Nix. Gut. Dann questen wir. Ich bin infiziert. Ich brauche Antibiotika oder Honig. Müssen wir schauen. Aber warte, was ich noch schauen wollte. Jetzt habe ich das Holz jetzt nicht mit, aber wurscht. Irgendwo hier guckt doch scheiße raus. Ja, hier. Das muss ich dann noch verbessern. Da unten alles noch aufwerten. Da habe ich halt gerade kein Holz mit. Ja, wurscht. Egal, machen wir nächstes Mal. So. Auf zur Quest. Ah, so da la. Da sind wir wieder. Sag mal, waren wir hier vorhin nicht schon? Nee. Geil, verkaufen. Gut. Boah, bluten ist klar. Aber oh ja, wir waren hier. Oder. Mann, ich weiß es nicht. Es ist genau dasselbe wie vorhin. Dass wir wieder runter müssen. Da unten ist ein Hund. Also da hinten ist irgendwo ein Hund. Müssen wir wieder runter. Ich komme hoch zu dir. Bemühe dich gar nicht. Was wackelt er so mit dem Kopf? Headbanger. Du kleiner Headbanger. Perfekt, haben wir auch erledigt. Sind genau wieder dieselben Räume wieder. Das ist, was drücke ich da zusammen wieder für ein Blödsinn? Egal. Ich bin durstig und hungrig. Obwohl, oh ja, Antibiotika herstellen, aber da muss ich ja noch leveln. Ach, Shido. Egal. Komm, runter hier, Brudi, was ist denn los? So, irgendwo ist der fliegende. Nein, diesmal ist hier niemand. Doch, 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 doch. Was ist denn? Oh. Er verarscht mich richtig. Der kleine Bre verarscht mich, korrekt. Korrekt. Sie sind schon bereit. Pass auf, was ich schauen wollte. Ich habe doch ein bisschen. Ich habe einen Punkt. Jetzt bräuchte ich hier schon. Na, hier brauche ich eh nur einen Punkt. Ich bin genau ins Falsche ran. Super. Perfekt.
Oh, sie sind ready. Oder doch nicht. Okay, jetzt ist es mir hier etwas zu laut. Jetzt mache ich mir schon langsam Sorgen. Ihr seid zu dick, hein? Jetzt war ein paar, so holen wir sich den einen runter. Habe ich die 13 Dietriche? Okay, ist cool. Die Tür öffnen wir jetzt nicht, weil ich glaube, hinter dieser Tür wartet unser Schatz. Der mit uns knutschen möchte ein bisschen. So, jagen wir alles Kacke hier, brauche ich nicht. Aber ich dachte, ich kriege einen guten Loot. Zu früh gefreut. Ja. So, wo seid ihr ran? Oh, was ist denn los hier ab hier? Shit, kriegt die Tür nicht zu. Schönes Ding, haben wir erledigt. Super duper, da bist du absolute Experten hier. Okay. Versperrt den Weg, das machst du gut. Noch ein paar Bücher, Brief. Hoffentlich was Gutes. Nee, aber gut zum Verkaufen, es geht schon. Zum Verkaufen geht schon. Wieso macht er das? Ich drücke. Ich weiß nicht. Ich glaube, meine Maus spinnt, Alter, die ist neu. Und die spackt so herum. Wechselt immer wieder die Waffe. Schon wieder, ich habe nichts gedrückt, Alter. Was ist los? Ich drücke hier gar nichts und du machst nur einen Blödsinn. So. Gott, kannst du mir nichts Brauchbares da lassen irgendwie so? Und wo seid ihr? Da oben habe ich nie nachgeguckt. Da könnte was Gutes sein. Oh, geil, Alter, mit einem Piekser. Schon ein stabiles Kerlchen. Habe ich Knochen? Nee. Ah, shit, warte mal, die Vorräte waren oben. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Habe irgendwie angenommen, dass die unten warten. Das nehmen wir wieder mit, genau. Da habe ich irgendwie wieder angenommen, dass die Vorräte unten sind.
So, warte mal. Ne, das war das Richtige, glaube ich, gell? Ja. Super. Mal schauen, dass wir wieder schnell hochkommen. So, einfach einmal. Brauchen wir nicht immer schießen, was? Ja, warum macht er das? Ich drücke nicht. So, und jetzt gönnen wir den guten Loot. Bitte jetzt irgendwas, was man auch brauchen kann, okay? Oh gut, irgendwie kannst du ja alles brauchen, aber ich möchte richtig geilen Shit haben. Da, schau an. Sichere Fallhöhe. Ist nicht verkehrt, oder? Nehmen wir es einmal mit, schauen wir sich das dann alles an, später an, in Ruhe. Ups. War schon besser. War schon besser als vorhin. Shit. Wir haben aber genug, oder? Es muss sich ausgehen. Das kriegen wir hin. Ja, easy schauen. Und... passt perfekt. Er winkt die ganze Zeit. Servus, Christi, servus. Ich gebe ihm nicht einmal die geringste Chance, irgendwie zu reagieren. Oh fuck, der hat eine Reichweite, der Bre. Der ist absolut brutal. Der hebt mich hoch, Alter, der hat trainiert. Stabiles Kerlchen, muss ich sagen. Also, ne, warte mal. Ja, jetzt ist wieder unten. Die Höhe ist es. Okay, warte mal. Wo könnte es denn sein? Gehen wir mal in die Richtung. Es ist hier. Es ist hier. Ich grab mich mal kurz runter. Vielleicht ist es nur ein bisschen unter der Erde. Ich weiß es nicht. Nee, nee, nee. Wir müssen schon mal kurz runter. Hm? Es ist hier oben. Wo ist es denn? Es ist hier irgendwo. Hä? Ah, da oben ist. Beim guten Loot war es doch. Perfekt, haben wir auch erledigt. Raus hier. Happy, happy. So, perfekt. Mal, was unsere Belohnung sein wird. Wir waren ja so fleißig. Aber wir fahren diesmal so. Wir werden unterwegs zum Händler hier noch ein paar Briefkästen und Autos looten. Hier ist zum Beispiel ein Briefkasten.
Damit es ein bisschen zügiger bei uns vorangeht. Die Dinger können wir alles verkaufen. Warte, ich muss mal was ins Rad tun. Oh shit, das Rad ist ja voll, Bruder. Was machen wir denn dann? Gut, dann droppe ich einfach Sand, Wiese, das Fleisch. Dann lass mal gucken, wir hätten zum Beispiel Lehm, habe ich jetzt eh genug, aber das brauche ich alles nicht. Knochen, sag mal tschüss Papa, interessiert mich nicht. Perfekt. Das ist schön zum Verkaufen. Schön Kohle machen. Wie ein ganz großer. Wie ein ganz großer Geschäftsmann, der wir sind. Man sieht es doch absolut seriös mit dem Rad. Haben wir hier schon reingeguckt? Ja. Gut. Da waren wir auch schon, das weiß ich. Na shit, da werden wir hier auch schon überall reinguckt haben. Lass mal kurz gucken, Briefkasten. Ah, da noch nicht. Schönes Ding. Gut, ja, jetzt ist ein Blödsinn. Jetzt fahre ich schon wieder querfeld durch da. Na, da ist ja schon wieder nichts. Na, okay. Ah, Schatze, servus, grüß dich. Nee, na, Blödsinn ist nichts. Ach Gott. Fahren wir doch nicht so einen großen Umweg. Bisschen was haben wir ja. Perfekt. Das reicht. Mal, da will ich jetzt kurz gucken, ob ich da Honig rauskriege. Wo ist es denn hier? Leider nein. Wo willst du hin? Rad? Ich weiß nicht. Du machst mir ein bisschen Sorge. Da traue ich mich ehrlich gesagt jetzt gar nicht. Also trauen, es macht jetzt für mich keinen Sinn, hier looten zu gehen. Ich bin bummvoll. Trauen du mir schon, oder? Wie viele Köpfe haben das? Drei, bitte. Ist es nicht schlimm. Würde ich mich schon trauen. Servus nicht. Trauen würde ich mich schon. Machen du es jetzt aber nicht, geil. Ich glaube, ich muss euch hier nichts beweisen. Blödsinn. Na, gib mal ein bisschen Honig. Jetzt habe ich keine Ausdauer. Was ist los? Leider kein Honig. Ja gut, ich sage euch was, wir sehen uns dann beim Händler. Ist jetzt eh nicht mehr weit, aber trotzdem. So, dala. Open the door, please. Gut, lass gucken. Wir verkaufen das hier und das hier und das hier und das hier. Warte mal. Das hier nicht, das hier nicht, das schon, das nicht, das nicht. Warte, kein Platz. Das hier so. Die Schotti würde ich verkaufen. Und die Dinger würde ich verkaufen. Und die Dinger würde ich verkaufen. Ja. Habe ich jetzt Platz, um die. Nein. Um die Belohnung abzuholen, haben wir jetzt keinen Platz gehabt. So, dala. Vielleicht ist die Belohnung ja jetzt Antibiotika, ich weiß es nicht. What do you want? Wipe that smirk off your face. Na, das nehmen wir. Make us pals. Take a look, buy some shit, get the hell out. Willst du nicht, Rexer? All that gawking at goods and that's all you buy? I sell. Well, there's a fucking door. Why don't you use it? Warte kurz, zahl mal das Mal bitte. Honig. Ja, das ist schon 30. Weißt du, Honig macht wie viel weg? Da steht jetzt nicht da. Nahrung, Gesundheit, maximal Ausdauer. Infektionsheilung 5%, wir sind bei 30%. Zahlt sich jetzt echt nicht mehr aus, den Dreck zu holen, ne? Finde ich jetzt. Oh! Das nehmen wir sich aber. Oh shit, habe ich keine Kohle. Warte kurz. Damit wir hier etwas schnell ans Wasser rankommen.
hole ich mir die Plane. Muss ich aber noch Geld holen jetzt. Das heißt, er hat neuen Stuff dazu bekommen. Vielleicht. Vielleicht sogar noch richtig geilen. Mein Geld ist alle. Nee, ist glaube ich alles drin. Hier. Vielleicht hat er auch Glühbirnen jetzt. Den Knüppel, mal schauen, ob er den nimmt. Den könnte ich ihn auch verkaufen. Ich spiele sowieso nur mit dem Knochenmesser aktuell. Fine, take a fucking look. Passt, nimm da. Ah, okay. Bevor ich mir die Plane hole, schauen wir lieber mal noch so durch. Was er denn Schönes hat. Ne, das habe ich in Antrat. Okay, da nicht so. Passt. Passt, ist gut. Habe ich hier eigentlich noch was zum Mitnehmen? Ne. So, damit man noch schneller an Wasser rankommen, ne? Siehst du, jetzt haben wir gut Wasser. Können wir uns Kaffee und Wasser, okay. 27, geilo. Na, super, oder? Schönes Ding. Jetzt möchte ich nur kurz gucken, was mich so ein Reparaturkit kostet. Ein Klebeband einmal. Okay, das geht. Dann können wir das. Können wir da drei Stück machen. Damit wir die Waffe auch reparieren können, ne? Du hast kein Holz mehr, das feiere ich so gar nicht. Schön einschmelzen, Junge. Ich hab doch die ganze Zeit welche mit. Ach Gott, bin ich blöd. Ganze Zeit habe ich welche mit. Ich check's einfach nicht. Gut, gut, gut. Das schaut kacke aus. Und da war dann nichts mehr, ja. Perfekt. Das stört mich auch, ehrlich gesagt, dass das so ist. Boah, ich brauche unbedingt Licht. Oder das könnte man dann als Generatorraum machen. Dass man da alle Generatoren so zack, 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 zack. Ich weiß ja nicht, wie viel ich da jetzt mit Strom machen werde.
Ach, YouTube, ich sag's euch. Den zumachen in der Küche. Was? Nee. Ich sag's euch, YouTube, wir machen in der nächsten Folge weiter. Das war heute schon zu viel für mich. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen unterhalten. Machen Sie es gut, hauen Sie rein und immer Braves an. Tschaußen.